Moin moin Leute, ich bin Lindkopf aus Brian oder einfach nur Janik und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von Everhood. Wir sind genau hier stehen geblieben, haben den Dieb in unseren Rucksack gepackt, weil ihm wurden die Beine geklaut, nachdem er uns den Arm geklaut hat. Vollkommen normal bis hier, eine ganz normale Geschichte, wie man sie aus jedem anderen Horrorspiel, Videospiel kennt. Horrorspiel wissen wir noch nicht ganz so, ob es wirklich eins ist. Eine Tür! Wir können mit einer Tür reden, ist das nicht cool? Hey... Ich bin nur eine Tür, ich hab nicht viel zu tun, außer hier rumzustehen. Willst du wirklich, dem großen Typen hinterherlaufen? Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass er überhaupt durch mich durchgepasst hat. Natürlich. Das goldene Schwein, das hat irgendeine Magie, das es einfacher macht, damit man überall durch kann, durch jede Tür in der Welt. Vielleicht solltest du nochmal drüber nachdenken. Ich meine, nach all dem suchst du doch nur deinen Arm. Und, naja, letztes Mal konntest du auch nicht wirklich was gegen ihn ausrichten. Und du hast den Brennofen irgendwie überlebt? Niemand hat das zuvor. Die Körper, die hier rumliegen, sind alleine der Beweis dafür. Das sind Körper! Oh, sure. Komm, jetzt hör auf rumzulabern und lass uns hier durch. Okay. Du blöder Gnom. Wie frech. Du nennst den Gnom noch nicht Cranky. Was ist das für eine Fancy... Sind wir gerade im Land der Fancy-Türen? Ich glaube, wir sind im Land der Fancy-Türen, Freunde. Wo fängt man an? Alle Türen sind der Wahnsinn. Wo will ich erst in diese Tür hier? Diese Tür sieht kaputt aus. Da fehlen ein paar Teile. Ich fühle mich so ein bisschen gerade so wie in Monster AG, wo die ganzen Türen immer so zusammensetzen und... Wow. Okay, hier ist irgend so eine graue Tür. Wo führt die hin? Oh Gott, jetzt ist schon wieder Gaster hier. Ach du Scheiße. Dieser Ort hier gibt mir irgendwie Gänsehaut. Ich weiß, er ist leer, aber irgendwas fühlt sich komisch an. Bitte lass uns gehen, Rot. Ich wünschte, ich könnte diesen Ort irgendwann verlassen. Okay. Alright, sure thing. Hier ist so eine grüne Tür. Was ist in der grünen Tür? Let's look. Ich bin sehr gespannt. In der grünen Tür ist gefühlt... That's absolutely fucked up. Ich habe keine Ahnung, wo ich langlaufe. Ich weiß noch nicht mal, ob man da überhaupt weiterläuft. Vielleicht gehen wir einfach zurück zur Tür. Okay. Klar. What the fuck? Wo gehe ich jetzt hin? Yo! Mir kann niemand sagen, dass das nicht so ein bisschen an Undertale erinnert. Bleib direkt da stehen, Rotkäppchen! Nein, Lostelot? Ich wurde vom goldenen Schwein geschickt, um dich aufzuhalten, in dieses Schloss hier einzutreten. Und um dich aufzuhalten, deinen Weg ein für alle Mal. Geh zurück, wo du herkommst und ich werde dir nicht wehtun. Nein! Oh, oh, oh. Du hast mitbekommen, dass ich geblufft habe, oder? Ich werde dich nicht stören. Es gibt gar keinen Grund für mich, dich zu stören. Ich weiß, ich werde dich eh nicht besiegen. Ich werde dem goldenen Schwein einfach sagen, dass du mich zusammengeschlagen hast. Ich, hoffe, dass du das Gleiche sagen wirst. Ja, klar. Du bist ein cooler Typ. Danke, Bro. Was ist das hier für eine Lorenfahrt? Möchtest du die Karte? Ja, klar. Gib ihm! Juhu! Ich weiß nicht, ob das so gut war, dass wir damit gefahren sind. Ach du meine Güte. Okay, man kann... Was das hier halt schwierig macht, ist, man kommt nur voran in diesem Ort, wenn man gleichzeitig immer mal wieder die Teile hier berührt, um nach vorne zu kommen. Boah, die Mucke hier in diesem Spiel geht so ab, ne? Es ist wirklich nicht mehr normal, wie krass die Mucke abgeht. Ich liebe das.
Da hinten ist das Ziel. Man sagt immer, man soll nicht ins Licht gehen. Aber ich glaube, hier ist es tatsächlich die Möglichkeit. Die einzige. Bam! Alter, ich bin schneller als der Schatten. Woo! Secret entrance to the cursed castle. Oh, das ist der geheime Eingang zu dem verwunschenen Schloss. Und diese Mailbox gehört Irvin? Who the fuck is Irvin? Hallo? Hoi. Hier sieht's krass aus. Erstmal nach unten ins Licht. Moin. Dich haben wir schon mal gesehen. Dieses Schloss hat ein eigenes Leben. Manchmal höre ich es flüstern. Der lilane Zauberer einfach. Guck mal, wie cool der aussieht. Damn, boy. Okay. Hier ist ein kleiner Tisch. Ich kann spüren, wie du durch meine Venen läufst. Bro, was? Oh, du schon wieder. Was zur Hölle willst du? Geh irgendwem anders auf die Nerven. Ich bin beschäftigt, siehst du das nicht? Well, I guess. Wie gruselig ist es, dass das Schloss gerade mit uns spricht? Ich beschütze das Labyrinth hier. Aber ich bin auch ein Speicherpunkt. Der Weg zum Labyrinth wurde zerstört. Man soll das Labyrinthmonster so hier drin halten, damit es keinen Ärger bereitet. Aha. Ja, dann wollen wir da wohl nicht rein, nehme ich an. Eine Gnomensilhouette mit Regenbogen-Außenlinien, so einer Kontur. Ein Blitzschlag mit einer Kreatur in der Mitte. Soll wahrscheinlich so Tor sein oder so. Eine Stadt in der Nacht. Alright. Ein kaputtes, was durch Hälfte durchgerissen wurde, ein Gemälde. Und wohl irgendwie ein Feuersturm. Und ein grauer Hut. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Well. Who are you? Der Schlüssel zur Tür ist irgendwo im Labyrinth. Ich habe ihn dahin gebracht. Vielleicht ist es besser so. Und er ist schon wieder hier. Warum kann mich niemand hören? Der macht mir echt am meisten Angst. Real talk. Holy shit. Bist du Nosferatu? Nee, Freddy. Stimmt. Hi, hoha. Schön, dich hier zu sehen in diesem gruseligen Ort. Ich bin Freddy hier. Und ich habe gehört, dass dieses Schloss hier ein Herz und eine Seele hat. Ich frage mich, was das wirklich bedeutet. Vielleicht hat es geheime Räume? Sehr wahrscheinlich. Geheime Räume, die wir auch finden sollen. Slime Co. Wer seid ihr denn? Willkommen zum Schleimbruder Plank Service. Mein Name ist Flan und mein Bruder hier ist Mark. Das bin ich. Wir können Planken vermieten. Was für eine Planke brauchst du denn? Wir brauchen eine sehr lange Planke. Wow! Weißt du, sehr lange Planken sind sehr schwer zu tragen. Und die kosten eine Menge. Bist du dir sicher? Ja, klar. Okay, Mate. Um die zu bekommen, brauchst du auch... Scheiße, ich hab's vergessen. Hey, Mark! Ja? Was braucht man, um eine große, sehr große Planke zu mieten? Du meinst das Diplom von einer Zertifikation, um eine große Planke tragen zu können? Ja, genau! Hast du das Zertifikat, um so eine große Planke tragen zu können? Nein. Damn! Naja, wir haben gute Nachrichten. Wir können dir dieses Diplom geben. Das tun wir. Möchtest du das Diplom? Ja! Okay, jetzt sind wir im Gespräch. Hey, Mark! Was ist los, Flan? Dieses Holzgesicht hier möchte das Diplom für die Zertifikation, dass es große Planken tragen kann. Oh, ernsthaft? Mach dich bereit, Mate. Krieg ich das Diplom nur, wenn ich gegen euch... Oh, scheiße. Oh, das ist mein Jam. Yeah. Ja, Mann, Mark. Go for it. Oh, die Tunes. Oh, die Mucke. Ich lieb's. Das Ding ist, die werden doch gleich bestimmt zeitgleich spielen. Oh, guck mal.
Oh, die haben das Jazz im Blut! Oh! Oh, guck mal! Jetzt spielen sie sich langsam schon zu! Aua! Damn! Wow, du kannst auf jeden Fall das Diplom für die Zertifikation für eine sehr lange Planke bekommen. Hier, jetzt ist es an der Wand. Und natürlich, hier ist deine sehr lange Planke. Woo! Sehr lange Planke! Holy shit, die ist extrem lang. Damn! Das Diplom sagt, Diplom für Zertifikation, um sehr lange Planken zu tragen. Derjenige, der dieses Zertifikat bekommt, kann auf jeden Fall sehr lange Planken tragen, aber demonstriert auch, dass es krasse Dance-Moves drauf hat, im persönlichen Stil, in Groovy Beats. Und wir kriegen dieses Diplom und wenn man das hat, dann kann man das auch tragen. Alright. Was für ein nice Diplom. Bitte lass das Diplom hier. Ist das Einzige, was wir haben. Okay, wir haben die sehr lange Planke. Mucho grande. Und jetzt können wir dorthin, wo man wahrscheinlich niemals hingehen sollte. In das Labyrinth. Wo ein Monster auf uns wartet. Wenn nicht sogar das schlimmste Monster, was es jemals gab. Okay. Wir speichern erstmal. Oh, du hast eine sehr lange Planke. Ich denke, du willst zum Labyrinth. Versuch vorsichtig zu sein. Nosferatu! Ich warne dich, Rot. Das Monster von dem Labyrinth, das ist da drin. Wenn es dich findet, wie du entkommen willst, es bringt dich einfach um. Das Monster beschützt irgendwas. Gesundheit! Tut mir leid, ich hab vergessen, was es war. Yo, was hast du für eine geile Butze? Super Racket! Ja! Okay, ich warne dich. Ich bin echt nicht schlecht. Mega? What? Okay. Okay, wir können... Ohne einen Fehler! Ho! 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 Classic Video Game Master. Wenn du irgendwann nochmal spielen willst, ich bin hier, okay? Danke, machen wir so. King, Alter. Ich will ja nicht sagen, dass wir den ziemlich zerpflückt haben. Aber... wir haben ihn schon ziemlich zerpflückt. Ne? Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Ich meine, das ist literally... Es ist literally ein Labyrinth. Woher soll ich wissen, wo ich hin will? Es ist ein Labyrinth. Ne? Ja. Du hast den Kristallschlüssel gefunden. Wenn ich jetzt genau den gleichen Weg nochmal zurückgehen würde, ne? Dann bin ich... Ich glaube, ich laufe nicht mehr den Weg, den ich hergekommen bin. Oder? Ich habe es tatsächlich rausgeschafft, ohne das Monster jemals zu sehen. Das ist der Wahnsinn! Ich habe es wirklich geschafft, ohne von ihm gefunden zu werden. Wow! Freunde, wie es weitergeht in diesem großartigen Schloss und was uns tatsächlich hinter diesem Schloss letztendlich auch befindet. Das schauen wir uns im nächsten Part an. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part oder live auf twitch.tv/brain. Lasst da gerne ein Follow da. Wir sehen uns. Bis dahin. Euer Brain. Tüdelü. Mit Ü.